Moin Leute, herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Fernbus Simulator. Meine Damen und Herren, wir haben eine Anfrage bei Flixbus bekommen und zwar vom Hotel Panorama. Sie brauchen nämlich einen Spezialisten, um hier wieder die Schlangenstrecke runterzukommen. Und da ich ja bereits ein wenig Erfahrung im Winter gesammelt habe, auf dieser Strecke, hat Flixbus mich ausgewählt. Es geht, wie gesagt, hier Hotel Panorama bis nach Frankfurt. Au! Oh Gott, das ist ein dickes Ding. Ach, guck mal hier. Treffhotel Panorama. Was sind das eigentlich für Leute, die jetzt in der heutigen Zeit noch in so einem Hotel rumlungern? Das kann aber nicht mit rechten Dingen zugehen. Vielleicht sind das ja Prominente. Oder hier, der thailändische König. Da habe ich ja im Podcast mal von erzählt. Aber egal, Auftrag ist Auftrag. Ah, sehr gut. Dr. Theodor Neubauer, interessant. Sag mal, warum steht denn auf dem Schild Hilfe? Ein Skandal. Aber nun gut, ich muss jetzt mal wieder unter Beweis stellen, dass ich zu Recht zu den besten Busfahrern der Welt gehöre. So, Zielanzeige aktivieren. Den hatten wir doch schon beim letzten Mal, den alten Bus hier. Mann. Klimaanlage, Bremspedal, Beschleunige. Wie, was denn? Was ist denn mit meinem Lenkrad? Wieso wurde mein Lenkrad nicht gefunden? Was soll das denn jetzt? Nee, ich will nicht atmen. Das übersteigt möglicherweise meine Fähigkeit. Was willst du denn jetzt? Ich brauche hier. Hey Siri, aktivier mal Lenkrad. Verwende die Bedienelemente deines Autos, um die Fahrerprofile zu verwalten. Was? Ja, da ist es doch. Anwenden. Sehr gut. So, ich bin bereit jetzt hier. Das Kabel hier, ich sitze hier auch immer wie ein Affe auf dem Schleicher. Ich meine, wer fährt denn so Auto? Aber es geht nicht anders, meine Damen und Herren. Damit müssen wir jetzt einfach mal zurechtkommen. So, Navi? Hallo? Ah, hier links. Sehr gut. Kurz mal gucken. Ja, Vorsicht! Vorsicht! Danke. Oh Gott! Oh nein! Ich muss jetzt erstmal auf den Berg drauf. Junge, ich bin ein riesiger Oschibus. Oh Gott! Und da rechts geht's extremst runter. So, kein Problem. Ich kriege das schon hin. Wir müssen uns... Oh, scheinbar auch wild unterwegs. So, was ist denn jetzt noch hier? Ja, Schlange, 80 Stundenkilometer, nicht überholen. Nee, so vorsichtig. So, ich muss ein bisschen wieder über die Linie fahren. Boah, Gott sei Dank, das letzte Mal, als wir hier unterwegs waren, da war hier Glatteis. Ja, wo hänge ich? Ach, ich hänge hier an der Leitplanke. Ja, man muss auf die Gegenfahrbahn so leicht. Anders geht das mit dem Bus kaum. Oh, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, Polizist, es tut mir wirklich leid. Boah, guck mal hier. Was ist das denn für eine Pflanze? Enzian? Ah ne, der war blau, ne? Blau, 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 grüte Enzian. Oh, Auto! Vorsicht! War nix, oder? Vielleicht sollte ich hier... Oh Gott, geht's hier rechts runter. Stell dir mal vor, du rasselst da wirklich mit dem Bus. Einfach mal hier rechts runter, dann ist echt Game Over. Ich bitte Sie, bleiben Sie mal kurz stehen. Ja, wie komme ich denn jetzt genau? Fahren Sie ganz... Oh Gott, die Polizei. Ja, sehr gut. Oh, guck mal hier, so ein Jägerstand. Sitzt da der Jäger immer drin und ballert dann das Wild ab, oder was? Mann, Bambi! So, warte mal, jetzt. Ich habe jetzt keinen Bock. Ich kürze jetzt mal hier kurz ab. Ist ja eh noch niemand drin in dem Bus. Oh, jetzt ist hier aber gerade... Scheiße. Ah, da ist es doch schon, das Hotel Panorama. Das ist aber auch ein edles Ding. Viele Zuschauer haben mir beim letzten Mal geschrieben, dass sie da tatsächlich drin waren. Und dass es angeblich kein 5-Sterne-Hotel oder so ist. Also, das sieht doch absolut edel aus. Ihr seid doch alles Reiche. So, jetzt gehen wir mal hier raus. Ach, schönes Ding. Aber das verwirrt mich immer noch. So, servus. Herr Freilich, hier ist Baluten. Servus. Ja, servus. Alter, guck dir den Beachboy hier an mit seiner Sonnenbrille. Magdeburg, ja, da bist du falsch. Salut, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Ja, auf geht's. Hier ist mein Ticket. Danke sehr. Klar, Frankfurt. Hallo. Sie wollen bestimmt mein Ticket. Ja, ich höre schon. Wo ist denn der Gepäckraum? Bitte? Da ist der Gepäckraum. Hier, da. So, Omi. Wäre schon praktisch, wenn ich mein Gepäck nicht in den Bus nehmen müsste. Hier, schmeiß rein! Soll ich mein Gepäck etwa mit in den Bus nehmen? Oh, was ist denn hier? Hier ist aber ein großer Stau. Fahrt einfach außen rum. So, nette Dame. Grüezi, hier mein Ticket. Henriette Lauer. Vielen Dank. Aber Sie hätten da auch reinstecken können. Oh, heute ist auch nicht mein Tag. Ich muss mal wirklich einen Schluck Wasser trinken. Ich bin heute echt dehydriert. Oh, das tat jetzt wirklich gerade richtig cool. So. Was piept denn? Ist hier schon wieder irgendwie Luger auf oder was? Habe ich hier eine Tür offen gelassen? Ach so!
Ja, das sollte man vielleicht schließen. Ja, warum piept denn das immer noch? Ach so, oh Gott. Hier ist noch eine komplette Gepäckluke auf. Das konnte ich jetzt ja nicht ahnen. Die ist wahrscheinlich wieder aufgesprungen. Ja, ich muss jetzt hier rückwärts. Oh Gott. Oh nee. Ja, jetzt warte doch mal. Der war aber wirklich unruhig. So, jetzt kurz auf dem Acker. Oh. Was war das? Das weiß ich auch nicht. Warum ist er jetzt da vorne die Tür offen? Wartet. Ich mache ja schon zu. So, entschuldigen Sie. Was ist denn hier? Ist hier ein Wald ausgebrochen bei uns im Bus? So, meine Damen und Herren, mein Name ist Paluten. Ich bin hauptberuflich eigentlich Busfahrer. Nee, eigentlich bin ich YouTuber. Sie können mich auch bitte alle sehr gerne abonnieren. Mein Kanal nennt sich Paluten. Wär wirklich herzallerliebst. So, ich werde jetzt einfach mal losfahren. Oh, jetzt ist hier auch noch Stau. Ich komme ja nicht vorbei, weil hier ein Busch ist. Hey, vamanos. Hola. Komm. So, ach, warte mal, ich muss hier auch nach links. Dann fahre ich hier. Alter, wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Was denn? Wir fahren 2 Sekunden. Was hat denn das mit meinem Führerschein zu tun? Ich habe hier nichts gemacht. Ei. Wer hat den Schlüssel zur Toilette? Nee, Toilette gibt's heute nicht. Boah, ist ja los. Meine Fahrgäste langweilen mich scheinbar so sehr. Aber warte mal, ich fahre hier. Ich mache mal kurz hier einen kleinen Abstecher. Oh nee, das ist nicht ganz so gut. Wartet, ich mach das. Hier vorne könnten wir wahrscheinlich rumkommen. Wir fahren hier ganz kurz ein bisschen außen rum. So, jetzt ganz ruhig. Warte, hier kommen wir. Hier, ich glaube, hier kommen wir runter, Leute. Hier sind auch Bäume. Oh nee, das sieht überhaupt nicht gut aus. Wartet, aber ich guck mal, dass wir hier mal ganz entspannt. Ihr Orientierungssinn ist nicht so ausgeprägt. Was soll das denn? Kann das sein? Nein, der ist ausgeprägt. Ich gehe öfter mal wandern. Oh, was ist denn jetzt hier? Warten Sie ganz kurz. Ich muss kurz hier einmal gucken, Leute. Also, ich habe hier alles unter Kontrolle. Das Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Was mache ich denn jetzt? Komme ich hier rechts rum? Ja doch, das klappt. Wir bleiben hier rechts auf der Spur. Wir fahren hier runter und fahren dann da hinten rum. Ist das die richtige Richtung? Ist das die richtige Richtung? Nee, das war nicht gut. Das war Stopp. Warte. Leute, haltet euch bitte fest. Entschuldigung, wo sind wir hier eigentlich? Der Typ sitzt da. Ja, weiß ich doch auch nicht. Das ist Physik. Wir haben uns nämlich scheinbar ein bisschen festgefahren. Ich drücke hier voll aufs Gaspedal. Jetzt gleich senkt sich der Bus aber nach vorne. Eine Stunde später. Ja, ist jetzt gleich soweit. Ist jetzt gleich soweit, Leute. 2 Stunden später. Gleich müssten wir wieder Haftung haben. 3 Stunden später. Fängst du jetzt mal an, mir gehen die Schilder aus. Wartet. Jetzt gleich. Ja, und? Ist das die richtige Richtung? Ich weiß doch auch nicht. Und jetzt geht's los. Vorsichtig. Oh Gott. Oh nee, das war jetzt falsch. Wartet, ich guck mal kurz. Ich steh mal kurz auf. Oh Gott. Halt, Gott sei Dank seid ihr alle angeschnallt. Okay, Leute. Situation entschärft. Es ist alles im grünen Bereich. Wir tun einfach so, als wäre das hier alles niemals passiert. So, und jetzt keine Abkürzung mehr. Oh Gott, schafft das unser Bus überhaupt, hier hochzukommen? So, ich muss Schwung holen. Du blöder Audi TT. Oh Gott, der schlingert vorsichtig. Oh Gott, ein Autounfall direkt vor unseren Augen. Herr Polizist, kümmern Sie sich mal um die. Kann ich jetzt hier links wieder runter? Warum fahren wir Slalom? Nee, wir fahren kein Slalom, wir fahren Offroad. Oh, Steine, Vorsicht. Elegant, Leute. Da sagt mir noch mal jemand, meine Abkürzungen wären dumm. Und guckt euch das nämlich an. Bestimmt mindestens 20 Minuten gespart. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Taxifahrer. Heirate doch dein blöden Taxifahrer. Ist mir doch egal. Ah, sorry, Leute. Ich bin, mein Gehirn funktioniert das nicht. Weil ich so dehydriert bin. Oder dumm. Es ist eins von beiden, ist es. Wie mach ich? Also, jetzt ist Tempomat an. Hier rutschen wir, aber rollen wir gerade ordentlich runter, den Berg. Ey, ich hole mir jetzt, glaube ich, was zu trinken. Hier ist jetzt hier gleich eine Gerade. Ey, das ist super. Das ist eine richtig gute Gerade. Und let's go. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Können Sie auch geradeaus fahren? Ich habe nur ein bisschen geplättet. Oh Gott, was ist denn hier los? Sonntags, wie ist das denn passiert? Hä, wir haben noch die Gerade. 150 Kilometer noch, sehr gut. So, gucken wir doch mal hier auf dem Handy. Ist ja, also. Oh nee, ich muss hier rechts. Oh nein, wie komme ich denn jetzt hier runter? Ich muss hier rüberspringen. Und jetzt hopp. Das ist kein Elchtest. Oh.
Jetzt sind es 192 Kilometer. Nee, ich muss hier nach rechts. Da, ja, da Frankfurt. Da muss ich hin. Warte, hier rüber. Ja, sehr gut. Mein Audi. Ist alles gut. Nee, ich bin vielleicht sogar noch richtig. Nee, hä? Ich fahre hier doch richtig. Ah, nee, ich muss hier eigentlich runter. Nee, warte. Ich krieg das hin, Leute. Jetzt fahre ich nämlich ganz kurz ein bisschen falsch auf die Autobahn, aber da komme ich dann ran. Jetzt Daumen drücken, dass niemand von vorne kommt. Oh, dem können wir ausweichen. Sehr gut. Nee, vor, was siehst du denn? Sag mal, ist der lebensmüde oder was? Zieh der da einfach rüber. So, jetzt können wir nämlich hier problemlos drehen. Und zack, sind es nämlich jetzt nur noch 138 Kilometer. Ein Genie. Ich sag's euch, dann kann ich wieder ans Handy. Nein, das ist ein schlechtes Beispiel, Leute. Finger weg am Steuer. Mit Handys. Oh, nicht, dass ich hier einschlafe. Sag mal, wie viel Polizei ist denn da? Kein Wunder, wir fahren hier Richtung Frankfurt und zack, ist die Polizei da. Ist ja nicht wegen mir. Oh, ihr könnt doch jetzt nicht einfach alle bremsen, Leute. Vorsicht, ich komm jetzt. Oh, was für ein Manöver. Die wissen schon, warum sie den Spezialisten hier geholt haben. Weil ich hab natürlich auch das Fingerspitzengefühl. Hit me, baby, one more time. My loneliness is killing me. Kennt noch jemand Britney Spears? Obwohl die jüngeren Leute heutzutage doch, glaube ich, nicht mehr. Die macht ja auch nichts mehr. Jetzt hören die Leute nur noch BTS. Was nichts Schlimmes ist, um Gottes Willen. Vor allem, ich weiß nicht mehr ganz genau, was sie für Musik machen. Also ich weiß, das ist so ein K-Pop. Und davon habe ich tatsächlich gar keine Ahnung. Ich weiß nur, die haben unfassbar viele Views und Zuschauer. Aber mein Gott, Musik ist Geschmackssache. Och nö, jetzt hier eine Baustelle. Ich hasse Baustellen. So, vorsichtig jetzt. Ich gehe schon mal auf die Bremse, weil die Leute schleichen immer durch so ein Ding durch. Vor allen Dingen brauche ich auch ein bisschen mehr Platz. Wenn Sie wollen, dass uns schlecht wird, dann haben Sie es gleich geschafft. Vorsicht! So, ich versuche den jetzt mal zu überholen. Mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Hat sogar funktioniert. Ich bin sehr... Oh! Als ob ich das da durch... Ich bin jetzt wirklich gerade ein bisschen überrascht. Ist der Fahrer auf dem Gaspedal eingeschlafen? Was ist das denn jetzt? Wieso denn auf dem Gaspedal eingeschlafen? Ich bin ein bisschen müde, ja. Aber das hat doch nichts mit dem Gaspedal zu tun. Da ist sie schon, die Frankfurter Skyline mit den ganzen Banken. Oh ja, da sind aber einige Hochhäuser. Ich glaube, Frankfurt hat auch die meisten in Deutschland. Weil so München ist generell ja schon ziemlich platt. Ich glaube, München hat kaum Hochhäuser. So, Entschuldigung. Oh, wieder. Also wirklich sehr viel Polizei hier. Ich werde Sie verklagen. Sag mal, warum willst du mich denn? Was soll das? Mann. Vor allem gibt es doch keinen Grund, mich hier zu verklagen. Lebt doch noch jeder. Ich war tatsächlich schon einmal in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte. Und zwar im Europasitz von Nintendo. Ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel ich damals angezockt habe. Waren auch alle sehr nett bei Nintendo. War jetzt auch nicht so überraschend. Die waren auch jetzt nicht unbedingt in einem Hochhaus, aber es war bestimmt schon der so, weiß nicht, 10. Stock. Oh, Leute, wir sind endlich da. Oh, ups. Ich kenne Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Sag mal, jetzt warte mal ab. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Ja, was das denn plötzlich für ein Sinneswandel von dir, du Jockel? Sag mal, es heutzutage noch. Ach ja. Gott, Alter, zuerst waren nur eure Haare da. So, ausloggen. Oh. Ich gehe schlafen, Leute. Wird hier alles super. Alles tipp, wunderbar. Leute, das war's mit einer kleinen Folge vom Fernbus-Simulator. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und dann habt ihr jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Tschüss.